Gerd Siegmund und Dirk Thiele für Avia TV von der Dachterrasse des Ramada Tivoli Hotels in Innsbruck. Und Gerd, unsere Halbzeitbilanz. Wenn alles so schön wäre wie das Wetter, ja, da braucht man gar nichts zu sagen. Das stimmt natürlich. Vielleicht müssen wir aufs Wetter im Verlauf der Tournee auch noch zu sprechen kommen. Denn es soll ja wohl heute der letzte schöne Tag sein, wie die Wetterfrösche es avisiert haben. Nein, aber erstmal zum Sport. Ich finde, es war ein ganz großer Sport in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen zum Neujahrstag. Wir hatten ja, glaube ich, noch nie so eine Dichte. Also abgesehen von der Qualität der beiden Wettkämpfe, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren. Aber auch wie eng das auf den ersten drei, vielleicht sogar vier Plätzen ist. Also gut, im letzten Jahr waren Severin Freund und Preutz auch noch relativ dicht beieinander nach Garmisch-Partenkirchen. Dann ging die Schere auf, aber das verspricht doch eng zu werden. Und hat es dich überrascht, dass es so eng war bislang? Nein, nicht wirklich, denn man kann es ja nachlesen. In der Badischen Zeitung habe ich es gesagt. Also ich gehe von aus, dass in Bischofshofen noch drei Athleten, vielleicht sogar vier, wie du es gesagt hast, auch in Bischofshofen noch um den Gesamtsieg springen können. Und das wäre natürlich mega toll, wenn das eintreffen würde. Also es gibt natürlich ein paar Aspekte, die uns, ich sage uns, aufgefallen sind. Abgesehen von der Klasse, von der Dichte, aber bei mir ist eines hängen geblieben, der sprichwörtliche Geiz der Sprungrichter. Noch einmal, mein lieber Gerd, wenn Kamil Stoch 143 Meter, man kann ja sagen fliegt, einen halben Meter unter Schanzenrekord, einen super, ja, richtigen Telemark hinsetzt und kriegt noch nicht mal eine 19,5, ja, was soll er denn noch machen? Ich weiß es nicht, was er noch machen soll. Also ganz ehrlich, da wir streiten oder haben ja bisher immer ein bisschen gestritten, bin ich bei dir. Da kann man durchaus eine 20 ziehen, ohne dass man danach vielleicht ein Problem kriegt. Ja. Und also 19,5 ist ein Muss. Das ist ein Muss, das sehe ich auch so. Dieser Aspekt, der hat mir quasi auf der Seele gedrückt, den musste ich loswerden. Der ist jetzt raus. Der ist jetzt raus. Aber es gab natürlich weitere Überraschungen. Eine der negativsten, der beste Japaner in der Tourneewertung ist Ito als 29. Kasai 35. Die Japaner sind eigentlich gar nicht vorhanden. Hat sich leider das fortgesetzt, was sie am Anfang also der Saison schon gezeigt haben. Leider, dass sie nicht in Form sind. Und man kommt auch während der Vierschanzentournee nicht in Form. Das ist definitiv ausgeschlossen. Das kann mal bei einem Einzelfall möglich sein, wo vielleicht vorher ein bisschen was geklemmt hat. Aber während der Tournee kommt keiner in Form. Und leider geht es meistens auch noch in die andere Richtung, weil die anderen ziehen nochmal an, die fit sind. Da kommt vielleicht nochmal ein neuer Anzug, da kommt nochmal so ein bisschen was am Material-Tuning. Wir haben es ja auch gesehen beim polnischen Team, haben auch nochmal was ausgepackt und so weiter. Und dann wird der Abstand noch größer. Schade, wirklich schade, schade, denn Publikumsliebling nach wie vor, wir haben es gesehen oder auch gehört, in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, Noyaki Kasai, auf jeder Schanze der Welt wird auch hier wieder besonders gefeiert werden. Aber derzeit ist er einfach nicht leistungsfähig. Du hast das Stichwort gegeben, die polnische Mannschaft in Garmisch-Partenkirchen, drei Polen unter den besten sieben. Setzt sich das fort, eben was Sie auch angedeutet haben, mit der Ausgangsleistung, auch das nochmal in Engelberg. Natürlich Kamil Stoch auf Position 2 zum Auftakt springen, das läuft einfach. Und Piotr Żyła, auch in Stefan Hongar hat es ja im Interview gesagt, in Oberstdorf. Das ist so ein bisschen so sein, ja, geheim ist er ja nicht mehr, ist ja bekannt. Aber das ist ein Springer, wo er sagt, wenn bei dem der Knopf noch ein bisschen aufgeht, ich meine, hat immerhin ja auch schon mal Oslo gewonnen, also ist ja kein ganz Unbekannter, dann wird der richtig, richtig stark werden. Und mit Maciej Kot und dem Kamil Stoch haben sie zwei, die immer vorn drin sind. Und Kamil Stoch kann ja noch die Tournee gewinnen, ist ja Halbzeitmeister, ne? Absolut. So, das Sprichwort bewahrheitet sich auch wieder. Hauptsache, du hast einen. Dann werden die anderen, naja gut, das registriert man. Aber man spricht über den einen. Du weißt, ich meine die Norweger und Tande. Genau, wäre mir jetzt spontan eingefallen, weil im deutschen Team haben wir ein paar mehr, zum Glück. Aber Daniel André Tande, der springt superklasse. Und er ist mit mir in Oberstdorf nach dem Lift hochgefahren und hat dann so gesagt, ja, der vierte Platz ist der erste, ich habe es nicht ganz verstanden mit der Zigarre, was er mir sagen wollte. Aber ja, das war dann drei Tage später alles vergessen, ne? Oder zwei Tage später alles vergessen. Und so schnell kann es gehen. Aber man sieht eben auch bei Daniel André Tande, man kann sich heute keinen schlechten Sprung leisten. Nicht mal einen klitzekleinen Fehler im Sprung. Ja. Und du bist schon gar nicht mehr in den ersten sechs. Ja. Oder musst es dann noch reparieren. Und das zeigt eben das Niveau, was derzeit gesprungen wird.
auch Markus Eisenbichler zum Neujahrsspringen. Nur eine ganz kleine, wirklich eine ganz kleine Ecke im ersten Sprung drin, die er hervorragend löst. Aber dann bist du nicht auf dem Podest. Und das macht es so spannend. Also was derzeit eben bei den Top 4, 5, 6 Leuten abgeht. Da sind wir bei den Deutschen noch nicht bei den Deutschen. Bleiben wir erstmal noch bei den Österreichern, weil die sind natürlich auch genau da, wo sie hin wollten. Ja, die Tourneetiger, hat auch der Stefan Hornkacher gesagt, die Tourneetiger, sie pirschen sich ran, man hat es schon gesehen. In Engelberg ging es schon los und Stefan Kraft hat eindrucksvoll zugebissen. Michi Heiberg hat, wir haben es alle gesehen, ein bisschen ausgelassen in Garmisch-Partenkirchen, dadurch in der Tournee ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Nur, der wird hier und in Bischofshofen nochmal alles geben und vor allen Dingen, wie gesagt, die Wetterfrösche melden heute der letzte super schöne Tag. Und das könnte natürlich dann alles nochmal durcheinander bringen. So, jetzt sind wir bei den Deutschen. Warte mal, bevor du zu den Deutschen kommst, müssen wir noch ein Wort zu den Slowenen sagen, oder? Na gut, bitte. Meinetwegen. Ja, wir haben der Mann im gelben Trikot ist als 17-jähriger Tourneefavorit gestartet und hat sich gleich entzaubert. Also. Man sieht eben doch, Vierschanzentournee, ich will nicht schon wieder 5 Euro in das Phrasenschwein stecken, hat eigene Gesetze, vielleicht ähnlich wie ein Pokalspiel, aber man kann eben, für ihn war die Pause vielleicht ein bisschen zu lang zwischen Engelberg und dem ersten Springen, da konnte er schön nachdenken. Weihnachten, jeder kam an, ja, Domen, ja, du machst das und dein Bruder und hin und her. Das könnte sein, dass ihn das so ein bisschen doch beeindruckt hat und ich habe den ersten Trainingssprung gesehen in Oberstdorf direkt von der Trainertribüne. Der ist ja fast im Sitzen über den Tisch gefahren und hat sich dann sowas von nach vorn geschmissen, wie es seine Art ist. Einige aber haben ihn schon fast im SC Oberstdorf-Kreis liegen sehen. Aber jetzt will ich trotzdem den Bogen mit etwas Positivem schließen zu den Slowenen. Alle drei Priots-Brüder unter den besten 17 der Tourneewertung und nach den Rüth-Brüdern, das waren ja auch mal drei, wie du dich entsinnen kannst, also drei Brüder bei der Tournee dabei. Und gut, ich gehe mal davon aus, das ist eine Delle, die werden wiederkommen. Aber wer von denen ganz an die Spitze geht, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Auch Zähne ist ein richtig guter Mann. Ja, wie man auch in Oberstdorf gesehen hat, war der Beste. Ne? Also einer der Priots-Brüder ist immer da. Also Peter Priots wird besser, also stabiler. Also noch nicht für ganz vorne, aber zumindest stabiler. Muss man abwarten und Domen ist immer in der Lage, ein Einzelspringen zu gewinnen. Das wirft ihn jetzt nicht aus der Bahn. Der Tournee-Gesamtwertungssieg ist abgehakt. Und jetzt wird es auf Einzelsiege gehen. Gelbes Trikot so lange wie möglich verteidigen. Okay, so jetzt kommen wir zu den Deutschen. Gerd, was mir aufgefallen ist, Werner Schuster in den vielen Interviews versucht er so den Ball ein bisschen flach zu halten. So nach dem Motto, es wird ihm eigentlich eingeredet, in der Breite seid ihr doch ganz gut und so weiter. Und der beste Springer, der hat ja noch Chancen auf das Podest in der Tourneewertung. Und er versucht immer. Also er ist nicht ganz zufrieden. Das ist ja klar. Ich meine, das deutsche Team hat auch so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, auch einen Tourneesieger zu stellen und um den Gesamtsieg mitzuspringen. Da ist Markus Eisenbichler aus meiner Sicht zwar ein bisschen weit weg, also 20 Punkte, aber zum dritten Mal jetzt. Das Wetter kann da auch noch mitspielen. Ja, ja. Und er hat definitiv die Form, er hat das Selbstvertrauen. Er hat Garmisch-Partenkirchen als letzter oben gesessen. Das ist ja auch eine Erfahrung, das kann man nicht trainieren. Du sitzt mit einmal als letztes oben auf dem Balken und unten stehen 20.000 Leute und wollen, dass du dort deine Leistung bringst, am besten gewinnst. Und das kannst du nicht simulieren, das kannst du nicht trainieren. Und da hat er seine Leistung abgerufen. Es waren eben in Garmisch-Partenkirchen drei Leute besser. Die waren auch besser, aber das heißt ja nicht, dass nicht noch was gehen könnte. Okay, könnte es sein, dass dein Tipp für die Vierschanzentournee nicht mehr aufgeht? Ja, wenn du auf Michi Heiberg spekulierst, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr aufgehen. Wahrscheinlich. Ich lasse mir noch ein bisschen was offen, aber da brauche ich dann doch auch Wetterhilfe wahrscheinlich. Könnte es sein, dass ich mit meinem Tipp ganz gut liege? Ja, das könnte sein. Du hast mir ja weggeschnappt. Also für alle, die das nicht gesehen haben, wir haben ja am 20. Dezember einen Studioausblick auf die Tournee gemacht und da habe ich Dirk Thiele den Vortritt gelassen und den Tourneesieger zu tippen. Und er hat mir den Kamil Stoch da weggeschnappt und zur Halbzeit hast du schon mal 50% Treffergarantie. Okay. Wie gesagt, die Geschichte ist offen. Unser Halbzeitfazit ist ein bisschen länger ausgefallen, als wir das beabsichtigt hatten. Aber wir haben eben doch noch was zu sagen, nehme ich an.
Okay. Okay. Und wir werden das auch hier in Innsbruck fortsetzen und auch in Bischofshofen. Das also unser Halbzeitfazit, Gerd Siegmund. Und Dirk Thiele mit schicker Sonnenbrille. Mit schicker Sonnenbrille, ja. Aber es blendet wirklich. Also ja. Ich könnte es auch abnehmen, ich bin es trotzdem. Okay?